Der erste Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus, dotiert mit 10.000 Euro für die Spiegelredakteurinnen Christina Gnierke, Isabel Hülsen und den Spiegelredakteur Martin O. Müller. Und für die Laudatio darf ich jetzt Professor Herbert Brandl auf die Bühne bitten. Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und Chef der Innenpolitik. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde eines aufdeckenden und aufrüttelnden Journalismus, meine sehr verehrten Damen und Herren, die deutsche Krankenhauslandschaft ist im Umbruch. Ländern und Kommunen fehlt das Geld für Investitionen. Zahlreiche kommunale Kliniken kommen aus den roten Sälen nicht mehr heraus. Viele Dutzende Krankenhäuser wurden in den vergangenen Jahren geschlossen. Oft sahen und sehen Länder und Kommunen angesichts leerer Kassen in der Privatisierung die letzte Rettung. Manche Kliniken wurden zu Dumpingpreisen verkauft. Wo bleibt da die Daseinsvorsorge, zu der der Staat verpflichtet ist? Die Gesundheitsmanager in den privatisierten Kliniken unterscheiden zwischen Kranken als Cash-Cows und Kranken als Poor-Dogs. Cash-Cows, also Melkkühe, das sind Patienten mit Krankheiten, bei denen ein Krankenhaus Gewinne macht. Und Poor-Dogs, das sind Patienten, mit denen eine Klinik kein Geld verdienen kann, mit denen sie womöglich draufzahlt. Zu den Poor-Dogs zählen alte Patienten, Patienten mit vielen Krankheiten, chronisch Kranke. Was wird aus den Heilberufen, was wird aus den Krankenhäusern, wenn die Krankenhausverwaltungen solche Unterscheidungen zur Vorgabe machen? Die preisgekrönte Geschichte von Christina Gnierke, Isabel Hülsen und Martin Müller gibt uns die Antwort. Es ist eine unglaublich starke, eine verstörende Geschichte. Unsere Preisträger erzählen, was aus dem Krankenhaus St. Georg in Hamburg geworden ist, seitdem der Stadtstaat das Krankenhaus an den Klinikkonzern Asklepios abgestoßen, ja, verramscht hat. Der Verkauf der Hamburger Krankenhäuser an Asklepios ist ein Lehrstück misslungener Privatisierung und Gnierke, Hülsen und Müller beschreiben das so, dass daraus ein glänzendes Lehrstück für aufdeckenden und aufrüttelnden Journalismus wird. Das Stück ist nicht nur eine Diagnose, es ist ein beeindruckendes Plädoyer gegen die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Es ist eine Warnung vor der Verbetriebswirtschaftlichung der Medizin und eine Warnung davor, in Krankenhäusern Gewinnerzielung zur allein handlungsleitenden Kategorie zu machen. Früher hingen in Krankenhäusern Kreuze als christliches Symbol für Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Heute müssten viele Kliniken eigentlich ein Bild des König Midas in die Eingangshalle hängen. Midas, der König von Phrygien in der klassischen Sage, wollte alles zu Gold machen und wäre daran fast zugrunde gegangen. Er hatte sich von Gott Dionysos gewünscht, dass alles, was er berühre, zu Gold werde. So geschah es. Wenn er sich an den gedeckten Tisch setzte, wurden auch Brot, Wasser und Wein zu Gold. Midas lief Gefahr, vor Hunger und Durst zu sterben, sodass er schließlich Dionysos bat, ihn von dieser verhängnisvollen Gabe zu befreien. Der Gott befreite Midas durch ein Bad in einer Quelle, die seither Goldsand führt. Unsere Gesellschaft braucht auch ein solches befreiendes Bad. Sie berauschte sich zu lange daran, alles zu Gold zu machen und tut das immer noch. Sie privatisiert die Wasserversorgung, sie privatisiert das Schul- und Bildungswesen, sie vermarktet die Gene von Pflanzen, Tieren und Menschen. Dabei fehlt die Erkenntnis, die Midas gerade noch rechtzeitig hatte. Diese Erkenntnis lautet, man kann am eigenen Erfolg auch krepieren. Der Unterschied zwischen Midas und dem radikalen Ökonomismus ist allerdings der, dass an der Sucht des Letzteren erst einmal die anderen krepieren, die eingesparten Arbeitskräfte, die Freigesetzten, die Entlassenen, die Nutzlosgemachten. Später leiden dann auch womöglich diejenigen, die man Kunden nennt. Neuerdings nennt man auch in Krankenhäusern die Patienten immer öfter Kunden.
Wie es diesen sogenannten Kunden im privatisierten Gesundheitswesen ergeht und wie die Ärzte dort vom Management geknechtet werden, davon berichten Knirke, Hülsen und Müller. Wer den Text liest, der wird die Wichtigkeit des Themas nie mehr vergessen. Kaufleute und Betriebswirtschaftler haben aus der Medizin eine Industrie gemacht. Sie haben die Krankenbehandlung ökonomisiert. Das bekommt den Ärzten nicht und das bekommt den Patienten auch nicht. Von einem Oberarzt habe ich neulich den Satz gehört: In dem Augenblick, in dem die ärztliche Fürsorge vorrangig dem Profit dient, egal ob dem eigenen oder dem fremden Profit, hatte er die wahre Fürsorge verraten. Ich denke, er hat recht. Und beim Verrat der Fürsorge sind wir leider in Deutschland ziemlich weit gekommen. Wie weit? Die Autoren haben es in ihrem preisgekrönten Stück vorbildlich, ja grandios beschrieben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Sozialstaat ist die Einrichtung, die diese Würde garantiert. Ich halte den Sozialstaat trotz all seiner uns allen bekannten Mängel für eine der größten europäischen Kulturleistungen. Es ist zerstörerisch, wenn der Sozialstaat demontiert wird. Es ist zerstörerisch, wenn Daseinsvorsorge privatisiert wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das darf man hier bei diesem Thema auch einmal ganz körperlich, ganz leiblich verstehen. Wo sonst wird man so viel angetastet und abgetastet wie im Krankenhaus? Das Gesundheitswesen darf daher keine Fabrik sein, in der das Wichtigste ist, dass dort Geld gemacht wird. Das Krankenhaus muss ein Ort sein und bleiben, an dem geheilt wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Um diese Würde geht es im Krankenhaus, um die Würde im Leben und im Sterben. Jede Reform muss sie achten und schützen. Kaiser Josef II., ein Sohn der Kaiserin Maria Theresia, hat im Foyer der im Jahr 1784 in Wien neu errichteten Frauenklinik eine Tafel mit folgender Aufschrift anbringen lassen: In diesem Haus sollen die Patienten geheilt und getröstet werden. Wir brauchen viele solcher Tafeln. Wir brauchen den Geist und auch das Denken, das in diesem Wort steckt. In diesem Haus sollen die Patienten geheilt und getröstet werden. Das ist das Petitum unserer Preisträger. Die Jury dankt Christina Knirke, Isabel Hülsen und Martin U. Müller dafür, dass sie das Bewusstsein dafür wieder geweckt und gestärkt haben. Sie haben sich um die Daseinsvorsorge, sie haben sich um den Sozialstaat, sie haben sich um die Menschlichkeit verdient gemacht. Dafür wollen wir Sie auszeichnen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, kommen Sie auf die Bühne. Christina Knirke, Isabel Hülsen und Martin Müller. Glückwunsch. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Frau Knirke, die Vorstellung in so einem System, das Sie beschreiben anhand dieser Klinik,
Die Vorstellung, der Patient zu sein, macht einem tatsächlich Angst, wenn man Ihren Artikel liest. Wie haben Sie den Alltag auf den Stationen dieses Hamburger St. Georg Krankenhauses, das heute eben zum Asklepios-Konzern gehört, erlebt? Also wir sind nach unseren monatelangen Recherchen bestürzt, auch sicherlich noch immer, würde ich für uns alle sagen wollen, unter welchen Zuständen Klinikärzte und Pflegekräfte arbeiten müssen, Zustände, die auch tatsächlich Patienten direkt gefährden. Und das reicht weit über St. Georg hinaus und betrifft eigentlich einen Großteil des Unternehmens. Wir waren in der Lage, hunderte Gefährdungsanzeigen, über die wir da berichtet hatten, eben im Einspieler durchzugehen und zu analysieren. Und in diesen Gefährdungsanzeigen zeigt sich wirklich ein erschreckendes Bild. In diesen Gefährdungsanzeigen rufen Pflegekräfte nach Hilfe. Sie haben Patienten, die, da geht es teilweise wirklich um Leben und Tod, und es fehlen Kräfte. Und das Schlimme, was uns auch besonders bewegt dabei, ist, dass diese Rufe verhallen und dass nichts passiert. Frau Hülsen, die Pflegekräfte und die Ärzte stehen auch unter einem ganz enormen Druck. Wie hoch war denn die Bereitschaft, mit Ihnen auch darüber zu sprechen? Am Anfang war sie sehr gering und auch viel geringer, als wir uns das, glaube ich, vorgestellt hatten, als wir diese Recherche begonnen haben. Also die Pfleger, die Ärzte, selbst Manager, Geschäftsführer, die zum Teil den Konzern ja auch länger verlassen hatten, berichten eigentlich unisono von einem Klima der Angst, und es ist auch Ausweis des Drucks im System, dass sich letztlich keiner wirklich getraut hat, am Anfang zu reden, und es kam dann wie so oft der Glücksfall. Also wir haben Material auf den Tisch bekommen, mit dem wir uns tief einarbeiten konnten, auch in die Strukturen, in die Finanzierung, in die Planung des Konzerns, und das hat Türen geöffnet für die Gespräche danach, und die Leute haben dann irgendwann gemerkt, sie können uns vertrauen, und dann ging es besser, aber der Druck ist hoch und die Angst enorm, den Job zu verlieren oder vom Konzern verklagt zu werden. Viele haben Verschwiegenheitsklauseln unterzeichnet, die juristisch auch problematisch sind. Sie schreiben in dem Artikel, inzwischen finden sich Krankenhäuser in einer Mischung aus Planwirtschaft und Turbokapitalismus wieder. Wer darin überleben will, muss Gewinne machen, die das System eigentlich nicht vorsieht. Martin Müller, das scheint ja sowas wie das Grunddilemma der Kliniken zu sein, oder? Ja, absolut, genau so ist es. Nehmen wir einfach an, wir brechen uns heute Abend hier auf der Aftershow-Party ein Bein und werden in ein Krankenhaus gebracht. Hoffentlich nicht, nein. Um die Ecke ist das San Franciscos Krankenhaus, ein bisschen weiter weg die Charité. Sie bekommen beide ganz exakt die gleiche Summe für die Behandlung unseres Beines. Für das eine Haus mag das wirtschaftlicher sein als für das andere. Am Ende aber wird daraus wirklich nur finanziert, dass meine Behandlung in diesem Fall stattfinden kann. Es wird nicht finanziert, dass das Gebäude saniert wird. Es wird nicht finanziert, dass dort ein Breitband-Internet-Anschluss hinkommt, wie auch immer. Das müssen eigentlich die Bundesländer übernehmen. Und da sind wir beim eigentlichen Problem. Die scheuen nämlich genau diese Investitionen. Heribert Brandt, der sagte schon gerade in der Laudatio, ein Grund dafür ist, sie können schlicht nicht. Manche wollen aber auch nicht. Und das ist sicherlich das Grunddilemma, und solange das nicht gelöst ist, versuchen die Konzerne ebenso, wie wir es beschrieben haben, alles aus der Krankenversorgung rauszupressen, um eben das Geld zu bekommen. Hat Asklepios auf Ihren Artikel eigentlich reagiert? Ja, wir hatten uns ehrlich gesagt nach dieser langen Recherche und wenn man weiß, Asklepios ist sehr klagewütig auf einen ziemlichen Kampf der Anwälte eingestellt. Resultat war, es blieb still. Uns wurden dann zwei Briefe zugespielt. Der eine ging von Asklepios, von der Geschäftsleitung, an die Mitarbeiter. Darin schrieb die Geschäftsleitung, ja, es seien wohl Fehler passiert, man hätte sie aber doch ja schnell immer behoben, und man sei doch aber auch Qualitätsführer, das würden ja viele Statistiken zeigen. Auch der Unternehmenseigentümer Bernhard Große-Bröhrmann hat sich an die Mitarbeiter gewandt und hat dort erzählt, es seien wohl hier ihm nicht bekannte Einzelfälle gewesen, und er hoffe, dass diese Fälle schnell aufgestellt werden könnten, und dankte eben für das starke Engagement. Und eine für uns recht interessante Reaktion kam nicht auch nur von Asklepios, sondern von der Stadt Hamburg. Wir hatten in unseren Recherchen das erste Mal Einblick nehmen können in den geheimen Beteiligungsvertrag. Und dieser zeigte, und da gab es jetzt als eine Untersuchung, der musste offengelegt werden,
dass Hamburg die Krankenhäuser verscherbelt hat und sich, obwohl sie 25,1% haben, sämtliche wichtigen Mitspracherechte haben abkaufen lassen. Und der blieb bislang unter Verschluss aus nämlichem Grund. Der ist jetzt nicht mehr ganz unter Verschluss. Danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank, Christina Gnirke, Isabel Hülsen und Martin Müller.